Hey Leute, warte, willkommen zu einer weiteren Folge von Geometry Dash. Geometry Dash ist so ein Spiel, da muss man so ein bisschen Geschicklichkeit haben, so ein bisschen Timing und vor allem extrem viel Zeit, um diese Level zu trainieren. Und deswegen habe ich das Projekt auch eigentlich eingestellt. Aber es ist jetzt ein neues Level für mich hinzugekommen. Zumindest habe ich das Spiel mal gestartet und habe hier das Level Finger Dash gesehen. Das will ich mir gleich auf jeden Fall mal angucken. Und ich dachte, es kann ja auch nicht schaden, sich mal Spiel mal wieder anzugucken. Hier gibt es jetzt irgendwie Kisten. Öffnen wir die mal, was kriegen wir? Wir kriegen Zeugs. Und wir haben ja noch eine Kiste öffnen können, da kriegen wir um mal wieder reinzukommen, starte ich aber erstmal mit einem leichten Level und zwar boah, welche waren denn leicht? Lass uns mal das angucken, das ist gelb. Gelb ist schon gut, ich habe die schon alle geschafft, ich habe schon wirklich ein paar Level geschafft in diesem Spiel. Und man muss halt echt mal hier drüber springen, es geht um Geschicklichkeit und ich benutze übrigens einen neuen Controller. Das fühlt sich noch alles super komisch an und ungewohnt. Deswegen, wenn ich sterbe, ist nur der Controller schuld. Bin nicht ich schuld, ist immer der Controller. So, es ist aber aktuell, es ist halt ein leichtes Level, also das sollte ich noch ohne riesige Probleme hinkriegen. Gleich müsste es ein bisschen schwerer werden wahrscheinlich, aber das müsste ich noch hinkriegen, auch wenn ich jetzt echt seit einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Okay, was kommt jetzt? Okay, ja, das kriege ich hin. No problem, alles gut. Ja. Nachdem ich hier durchfliege. Wann endet das denn mal? Ich habe jetzt die Hälfte, oder? Oh Gott, ich habe echt jetzt die Hälfte. Ah! Oh Gott! Also muss fliegen. Okay, gut. Aber es ist halt, wie gesagt, noch ein leichtes Level. Die am Ende werden schon ein bisschen schwerer. Ich habe schon ein paar richtig schwere geschafft. Könnt ihr euch mal die Playlist angucken von mir dazu? Da habe ich echt gelitten teilweise und wirklich lange trainiert dafür. Und, okay, jetzt über Kopf. Das ist uncool. Das ist uncool. Habe ich voll vergessen, dass es gibt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Über Kopf ist mies. Das ist hier richtig mies. Oh, mein Gehirn. Oh, warte. Okay. Hab ich's geschafft, hab ich's geschafft. Da kommt nicht mehr viel, oder? Da kommt nicht mehr viel, hab ich's. Das endet doch gleich. Bitte. 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 Yes! Oh! Oh! Im zweiten Versuch. Okay. Okay. Okay, und hier ist ein neues Level hinzugekommen für mich. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Finger Dash. Könnte cool sein. Könnte cool sein. Sieht erstmal cool aus. Wow, was geht? As a shopkeeper, I see where a lot of mobs. You should do this, my... No! Okay, hier geht anscheinend zu viel. Hier geht irgendwie zu viel ab, habe ich das Gefühl. Also, ich würde es gerne schaffen, so, aber. Hä? Den muss ich da oben nochmal drücken. Ah ja, okay. Und was muss ich da machen? Außerdem sagt die Baguette am Anfang. Ich gehe mal kurz in den Practice-Modus und gucke mir das ganze Level einmal an. Dann macht er immer Save-Points ab und zu. Die Musik ist ein bisschen gechillter. Kann man sich das mal angucken. So. Ach, ich muss halten, okay. I get it. Und danach wird's leichter. Okay. Cool. Das ist okay. Wow. Gerückt halt. Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Okay, ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Hier gibt es eine Hall of Fame. Wahrscheinlich mit Leveln, die einfach gemacht wurden, die richtig cool sind. Hier, ich will mal was Leichtes. Ich mach was Leichtes. Gibt's hier kein Leichtes? Hier, das ist normal. Komm, lass uns das angucken. Weil die Level sind alle so schwer. Ich weiß nicht, ich habe keine Lust auf ultra schwer. Ich will einfach nur ein Spiel spielen, wo ich so ein bisschen gefordert bin. Aber trotzdem, wow, das sieht cool aus. Das sieht nice aus. Wenn man vor allem diese Krabbe. Oder auch ein chilliges Lied. Wenn es mal läuft. Hört ihr? Das ist ja cool. Jetzt hoch und runter. Hell yeah, das ist ja nice. Okay, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Wahrscheinlich muss ich auf irgendeinen draufbouncen. Aber das ist schon mal eine gute Wahl mit dem chilligen Lied. Das ist schon mal eine smarte Entscheidung. Ja. Ah, das ist awesome. Guck mal, dass das Level beliebt ist bei den Fans. Das ist mega cool. Mehr so Level. Endlich mehr so Level. Nicht so viel Frustlevel hier. Guck mal hier. Ich habe 20 Stunden trainiert. Ich bin richtig gut in diesem. Nein. Einfach ein bisschen chillen. Wie cool ist das denn? Mehr davon.
Ich will's aber nicht sterben. Wenn du hier einmal stirbst, ist der gesamte Flow kaputt. Und dann hätte ich keine Lust mehr persönlich. Wenn ich jetzt einmal sterbe, wäre es für mich vorbei. Deswegen muss ich so einen Wash durchmachen. Aber es ist schön, das Level. Was sind wir jetzt? Okay, der kleine Frosch. Yes. Also mir wurde angezeigt, was ich werde. Aber wenn ich das Spiel jetzt jahrelang nicht gespielt habe, weiß ich natürlich nicht, was mit Flake gemeint ist. Yep. Und jetzt wieder der Gegenstand, den ich nicht mag. Ich glaube, ich dafür gar nichts mehr. Ich bleib jetzt einfach dabei. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, es ist richtig, gar nichts machen. Ja. Jetzt fliegen wir, okay. Okay, geht doch. Geht doch, Spiel. Geht doch. So ist es schön. So bleiben wir schon. Ja, so bleiben wir zum Ende. Dankeschön. Dankeschön. Oh Mann, das war schön. Das war schön, ganz ehrlich. Es überträgt sich wahrscheinlich nicht ins Video, aber ich fand's wirklich ultra, ultra entspannt oder gechillt. Kriegt natürlich einen Daumen nach oben. Eins der gechilltesten Level, die ich bis jetzt gespielt habe. Kriege ich noch was Grünes. Lass uns mal kurz in eins reingucken, was Insane heißt. Nur reingucken. Also das ist jetzt, glaube ich, 4 Stufen über dem, was ich eben gespielt habe. Nur um zu zeigen, was die Zuschauer eigentlich wollen. Die Geometry Dash eigentlich jeden Tag spielen. Egal wie gut du bist, es gibt so eine Gruppe von Fans von diesem Spiel. Die sind einfach die schlimmsten Fans überhaupt. Die schreien in zu jedem Video, ich bin viel besser als du. Und die beleidigen einen so, ja, dafür, dass du so wenig Spielzeit hast, ist ja schon ganz gut. Spiel mal hier ein bisschen weiter, drin mal ein bisschen weiter. Nee, ich will einfach nur ein Videospiel spielen. Ich will ein bisschen Spaß haben. Das ist nicht die Weltmeisterschaft, die Videospiele. Gucken wir jetzt mal ein Level, was Insane ist, an. Noch ist es... Wow, okay, nein, bye. Noch ein leichtes Level gefunden. Ich finde die ganzen leichten Level, egal wo die sind. Komm schon. Sehr cool. No colors, keine Farben jetzt hier, okay. Okay. Ist auch... Bei Leveln, die so ruhig sind und so gechillt sind, ist Sterben immer so räudig. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich bin einfach gesprungen. Klar, da ist ein Spike im Himmel, aber ich bin in dem Moment gesprungen, wo ich springen musste. Keine Ahnung, was gerade abgeht. Ich darf mich einfach tragen. Ich darf mich einfach tragen vom Spiel. Ich mach nichts. Ich mach original nichts gerade. Oh nein, es wird schneller. Bitte nicht. Oh Gott. Ist das ein Auto-Level? Muss ich gar nichts machen? Weil Auto-Level, die laufen von alleine, aber jetzt habe ich was gedrückt. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr. Wow, aber das ist... Wow. Das ist auch mega gut. Wow, und dann kommt wieder das Ding, wo ich verkacke. Aber das ist auch mega gut. Ich habe gerade gedrückt... Also, da sind ja Zeichen auf dem Boden, wann man springen muss. Ich bin gerade original gesprungen, als Zeichen da war. Und bin gestorben. So, irgendwas stimmt da nicht. So, da war das Zeichen, ich drück, okay, wieder. Da war das Zeichen, ich habe original gedrückt, als ich mein Zeichen war und bin gestorben. Also ein paar Steine drückst du richtig und du stirbst halt trotzdem. Das verstehe ich halt nicht, Leveldesign technisch. Auch wenn es natürlich cool mit der Musik gemacht ist. Bin gespannt, wie die Musik am Ende ist. Dum, dum, dum. Vielleicht kommt die erste Stelle, wo wir sterben können und wo wir es richtig drücken. Und die kommt jetzt. Oh ne, nicht gestorben. Sehr cool. So, jetzt sterbe ich normalerweise. Nicht gestorben. Cool. Die Musik bleibt cool. Okay. Das ist vielleicht die nächste Stelle, wo ich sterbe, wo ich richtig drücke. Das noch nicht. Das war's nicht. Das war einfach Dummheit. Okay, warum bin ich nochmal gestorben? Ernsthaft, warum bin ich nochmal gestorben? Ich weiß es nicht mehr. An den Kleinen jetzt kommt, ne? Okay. Auch jetzt. Ich habe nichts falsch gemacht. Er ist in den Abgrund gefallen, statt vorher zu landen. Gutes Spiel. Das Problem ist ja, es ist nicht schwer. Ich weiß, was ich drücken muss. Ich drück's auch, aber anscheinend fürs Spiel nicht schön genug. Soll ich den Knopf sanfter für dich drücken? Funktionierst du dann? Ich kann die Stelle jetzt auch hier nicht mehr hören, so gechillt die auch ist. Hier ist cool. Ist echt cool. Aber wenn ich wegen Bullshit immer sterbe, ist es halt nicht so cool.
entweder kommt irgendwas, wo man gar nicht weiß, dass es kommen kann, oder das Level ist so mittelmäßig programmiert, dass auch wenn du richtig drückst den Sprung, er nicht macht. Es sei denn, du hast 2 Milliarden Stunden Spielzeit in diesem Spiel und weißt bei jedem Klotz, ja, okay, jetzt kommt der Klotz, der rote, jetzt kommt gleich ein blauer, dann muss ich das und das machen. Ja, ist cool. Ist richtig cool, wenn du daran Spaß hast. Dumm. Gib mir gleich wieder ein bisschen Bullshit. Komm. Ich hab richtig Bock drauf. Und jetzt, wo ich so mecker, sterbe ich bestimmt jetzt am eigenen Unvermögen. Safe. Nee, wieder Portale. Cool. Danke. Nee, komm. Kriegst du mal einen Daumen runter? Wer gibt dem Ding einen Daumen hoch? Ich meine, ist cool. Ist gechillt. Not my best, sorry. But ja, dann macht's doch perfekt. Das ist ein grünes Level, was von den Entwicklern gemacht wurde. Das ist ein gelbes Level, von den Entwicklern gemacht wurde. Lass uns nochmal kurz ein gelbes Level angucken, was von den Entwicklern gemacht wurde. Das ist jetzt derselbe Schwierigkeitsgrad wie die Level, die ich eben gespielt habe. Lass mal gucken, ob das mithält. Oder ob es vielleicht noch schwerer ist. Oh nein, das Level hier, da weiß ich ja immer, was passiert. Da habe ich ja Kontrolle darüber, was passiert. Wow, wie kann das denn sein? Wow, das Level ist nicht unfair. Man kann ein Level machen, was nicht unfair ist. Wie kann das denn sein, dass ein Level nicht unfair ist? Das kann ja nicht sein. Das geht ja gar nicht. Wir können ein Level vom Entwickler fair sein, das macht ja keinen Sinn. Ein faires Level, das ist ja Schwachsinn. Nee, lass mal jetzt hier noch eine Rakete reinpacken, die über Kopf fliegt. Und dann switcht das zu so ein Viech. Und das Viech, das ist auch über Kopf. Und es dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Lass mal sowas machen. Das hier, so sollten die Level sein, die gelb sind. Schon so ein bisschen herausfordernd, aber du wirst zu keiner Sekunde negativ überrascht, dass du sagst, oh, was passiert jetzt? Oh Gott, ich bin tot. Sondern du wirst zwar auch überrascht eventuell, aber es ist immer eine faire Herausforderung. Klar, wenn du das Spiel auswendig kennst, ist es cool. Ist sehr cool, ist extrem cool. Aber so wie dieses Level hier, so sollten die sein. Ich bin zu 90% gekommen und habe das Level hier seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. So sollten die Level sein. Genau so. Aber geht verlockend.